Schön auch, dass Robert Habeck da ist. Herzlich willkommen. Und ich übergebe gleich das Wort an unsere Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ein frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen allen. Herzlich willkommen zur Jahresauftaktklausur des Fraktionsvorstandes von Bündnis 90 Die Grünen. Wir blicken natürlich auf der einen Seite zurück auf das letzte Jahr, das erste Jahr unserer Regierungsbeteiligung. Ein Jahr, das gekennzeichnet war von Krisen. Ein Jahr, in dem wir direkt von Anfang an Vorsorge dafür treffen mussten, dass unser Land gut durch diese Krise kommt. Und es war insbesondere die Leistung unseres Wirtschaftsministers Robert Habeck, dass wir jetzt schon so gut aufgestellt sind in diesem Winter, dass die Gasspeicher so gut gefüllt sind, dass wir davon ausgehen können, wenn alles so weitergeht, dass wir wirklich gut durch die nächsten Monate kommen werden und auch schon eine Vorsorge für den kommenden Winter getroffen haben. Und gleichzeitig haben wir Grünen es immer als unseren Job empfunden, zu sagen, wir machen Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Gerade in einer Zeit der Krise ist es wichtig, die Weichen für die Zukunft zu legen. Und wenn wir auf das kommende Jahr blicken, auf 2023, dann ist klar, mehr Klimaschutz, das Jahr des Klimaschutzes für alle Sektoren. Das ist das, was wir jetzt angehen müssen. Und insbesondere im Verkehrssektor hat die Bundesrepublik Deutschland das größte Problem. Und es ist klar, wir brauchen mehr Tempo. Volker Wissing muss raus aus dem Bummelzug beim Thema Klimaschutz. Wir werden ihm dabei helfen. Wir haben ganz klar gesagt, wer Klimaschutz ernst meint, der kann nicht immer weiter auf den Bau neuer Straßen setzen. Der Bundesverkehrswegeplan muss neu priorisiert werden. Wir werden deutlich weniger Autobahnen bauen und planen können als bisher. Was wir brauchen, ist Priorisierung. Priorisierung auf den Erhalt maroder Brücken. Das ist auch eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft, dass die LKWs nicht Riesenumwege fahren müssen, um irgendwo hinzukommen, und auf den Ausbau der Schieneninfrastruktur. Und wichtig ist der Abbau umweltschädlicher Subventionen. Dieses Jahr ist darüber hinaus ein Jahr, das für uns Grüne nicht einfach beginnt. Britta Hasselmann und ich sind beide Fraktionsvorsitzende, die aus Nordrhein-Westfalen kommen. Unser Landesverband steht in seiner gesamten Geschichte für den Kampf gegen die Braunkohle, insbesondere gegen den Tagebau Garzweiler. Jede einzelne Verkleinerung dieses Tagebaus haben wir Grünen durchgesetzt, haben wir alleine durchgesetzt. Und deswegen schmerzt es natürlich, dass wir den Tagebau nicht noch weiter verkleinern konnten, dass die Siedlung Lützerath jetzt geräumt werden muss. Und auf der anderen Seite, jede Verkleinerung haben wir Grünen alleine durchgesetzt. Und dass der Kohleausstieg im Westen jetzt um 8 Jahre vorgezogen wird, das haben wir Grünen alleine durchgesetzt. Und das ist enorm wichtig für den Klimaschutz. 280 Millionen Tonnen Kohle bleiben in der Erde. Und 5 Dörfer. Dörfer, in denen Kirchen stehen, in denen es Kneipen gibt, in denen es Kindergärten gibt, Dörfer, in denen Menschen leben. Die werden jetzt sicher gerettet vor dem Abbaggern der Braunkohle. Und das ist etwas, worauf ich wirklich stolz bin. Das Jahr 2023 wird das Jahr des Klimaschutzes, auch im Bereich der Energieerzeugung. Beim Thema Ausbau der erneuerbaren Energien werden wir Tempo machen, beim Thema Kohleausstieg im Osten. Und deswegen werden wir gerade in diesem entscheidenden Sektor auch mehr Klimaschutz in 2023 haben. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Noch einmal rückblickend auf das Jahr 2022 in der gebotenen Kürze. Es war ein Jahr, wo viel hätte passieren können. Von der sozialen Not bis zu einem Zusammenbruch der deutschen und damit der europäischen Wirtschaft. Wir haben die Krise handhabbar gemacht. Und danke, liebe Katharina, für die Blumen. Aber es ist natürlich eine große gemeinschaftliche Anstrengung gewesen, die die Parlamente, den Deutschen Bundestag, aber eben auch die verschiedenen Institutionen, die Wirtschaftsverbände und vor allem die vielen Bürgerinnen und Bürger mit einbezieht, mit eingeschlossen hat. Das Land hat einmal gezeigt, was es kann. Und ich glaube, das ist die Lektion, die Moral aus dem Jahr 2022, dass wir, wenn wir wissen, was das Ziel ist, wir in Deutschland Erstaunliches vollbringen können. Mit dieser Haltung müssen wir die anderen Wellen, Krisen und Herausforderungen unserer Zeit angehen. Die Fokussierung war natürlich stark auf die Energie. Und das heißt konkret die Sicherung der fossilen Energieinfrastruktur, Gas oder Kohle, gelegt. Mit einem Recht natürlich. Aber gleichzeitig, auch im Jahr 2022, wurden große Schritte unternommen, die eigentliche strukturelle Krise unserer politischen Generation, nämlich die Eindämmung der globalen Erderwärmung, zu bekämpfen. Das Jahr 2022 hat vor allem die gesetzlichen und regulativen Schritte zum Ausbau der erneuerbaren Energien gebracht. Wir sehen es als Erfolg jetzt schon bei den Zuwachszahlen der erneuerbaren Energien.
Der Zubau von Solar zieht deutlich an, der Zubau von Wind merklich. Wir haben das Netz, den Netzausbau beschleunigt, auch das jetzt noch einmal spürbar. Das Jahr 2022 endete mit zwei großen Ausrufezeichen in diesem Bereich, nämlich noch einmal dank der Entscheidung des Deutschen Bundestages der Anhebung der Grundvergütung für die erneuerbaren Energien. Der Inflationsausgleich kommt also an. Wir werden sehen, dass sich diese Projekte rechnen und werden sehen, dass sie in den Ausschreibungen, also in den Mengen, die jetzt beantragt werden, ebenfalls nach oben gehen. Und gleichzeitig großen Beschlüssen zur Planungsbeschleunigung auf der europäischen Ebene. Das heißt, wir werden schneller planen, schneller genehmigen können und das Ganze jetzt in diesem Jahr dann umsetzen. Das Jahr 2023 baut auf politischen Entscheidungen, die in dem Jahr 2022 gefällt wurden. Sie betreffen vor allem die Energieeffizienz und den Ausbau einer grünen, klimaneutralen Wasserstoffinfrastruktur. Mehrere Gesetze sind im Anflug auf das Kabinett und dann auf den Deutschen Bundestag, die Energieeffizienz in allen Bereichen, in der Industrie, im Gebäudesektor hochheben. Also wir reden viel darüber, welche Farbe, welche Herkunft die Energie hat. Aber natürlich ist die einfachste Botschaft, je weniger wir verbrauchen, umso einfacher wird der Weg, in eine klimaneutrale Gesellschaft einzusteigen. Also Energieeffizienz ist der Schlüssel, der als erstes gedreht werden muss. Alle Ressorts, alle Ministerien sind aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten und leisten diesen Beitrag. Wir sehen es im Umweltministerium, wir sehen es im Landwirtschaftsministerium, wir sehen es auch in dem schwierigen Feld von Bauen, also im Gebäudeministerium, dass große Schritte gegangen wurden. Im Verkehrsbereich, 49-Euro-Ticket, ist auch Bewegung gewesen, aber Katharina Dröge hat es gesagt, bei weitem noch nicht genug. Die große Lücke bei der Einsparung von CO2-Emissionen klafft im Verkehrsbereich, eine Lücke, mit der eine Bundesregierung nicht gut leben kann. Sie muss geschlossen werden im Jahr 2023. Diese Krise, meine Damen und Herren, hat nicht nur Wirtschaft, Handwerk und Industrie mit voller Wucht getroffen und die Notwendigkeit der ökologischen Transformation klar und deutlich gemacht und unterstrichen, sondern auch die Menschen. Und damit die soziale Transformation. Viele Menschen haben in ihrem Lebensalltag die Sorgen und Ängste vor Abstieg und Armut gespürt. Die Frage der Versorgungssicherheit, die gerade angesprochen wurde, war sehr zentral. Und deshalb haben wir im zurückliegenden Jahr alles dafür getan, Entlastung, soziale Entlastung auf den Weg zu bringen mit unseren Entlastungspaketen, mit der Gaspreisbremse, der Strompreisbremse, mit Entlastung und Energiehilfen, mit dem Bürgergeld, mit vielen, vielen Fragen wie der Erhöhung des Kindergeldes. Das war ein ganz wichtiges Signal für Bürgerinnen und Bürger, dass wir Hilfe und Unterstützung im Lebensalltag bieten in einer so krisenhaften Zeit. Und auch für das Jahr 2023 haben wir uns in der sozialen Frage, in der Frage der sozialen Transformation, des sozialen Miteinanders und Zusammenhaltes vieles vorgenommen. Die Krankenhausreform steht vor uns und mit ihr die Versorgung regional in der Region für alle Menschen, dass klar ist, eine gute Gesundheitsversorgung wird es auch in Zukunft geben. Darauf können sich Menschen verlassen. Wir haben gerade bei dem Thema Mieten in dieser schwierigen Situation längst eine Situation erreicht, in der Menschen fast die Hälfte ihres Einkommens für Mieten ausgeben müssen. Wir haben uns in der Ampel hier viel vorgenommen. Das muss jetzt umgesetzt werden, und zwar schnell. Darauf warten die Menschen. Denn die Frage der Belastung, gerade durch die Mieten, da ist unheimlicher Druck da bei vielen Menschen mit kleinen, niedrigen Einkommen, dass sie über die Hälfte ihres Einkommens inzwischen für Mieten und für Leben und Wohnen ausgeben. Eine so zentrale soziale Frage. Und deshalb sind wir hier jetzt als Ampel gefordert, diese vereinbarten Schritte, die wir uns in diesem Bereich vorgenommen haben, auch anzugehen. Und zuletzt will ich ansprechen die Kindergrundsicherung. Jedes fünfte Kind lebt in Deutschland in Armut und es ist ein nicht hinnehmbarer Zustand in einem so reichen Land.
Und hier haben wir uns als Ampel gemeinsam vorgenommen, das Projekt der Kindergrundsicherung voranzubringen. Daran arbeiten wir. Das ist ein wichtiges sozialpolitisches Signal. Das alles, meine Damen und Herren, an innenpolitischen Dingen, die wir uns vorgenommen haben. Nicht vergessen natürlich die Situation der Menschen in der Ukraine, die jetzt nach fast einem Jahr unter dem schrecklichen, brutalen Angriffskrieg Putins auf die Ukraine in dieser Art und Weise leiden und unter der Zerstörung der Infrastruktur und ihres Lebensalltags leiden. Danke. Dann habe ich hier vorne schon die ersten Fragen. Einmal hier, dann da. Genau, dann kommen hinten noch drei Fragen. Und ich glaube, danach ist es dann auch schon. Ja, wir haben leider ein bisschen wenig Zeit, also ganz kurz fassen und vielleicht. Ich versuche mich total ja. kurz zu fassen, aber ich würde ganz gerne um zwei Statements bitten. Einmal an den Herrn Minister. Vielleicht könnten Sie noch mal kurz kommentieren, dass auf der einen Seite eben auch sehr auch hochrangige grüne PolitikerInnen in Lützerath demonstrieren, was ja auch eine Entscheidung von Ihnen gewesen ist. Und dann nochmal, ob Sie vielleicht auch den Vorstoß aus Polen hinsichtlich der Leopard-Panzer, ob Sie dazu auch noch was sagen könnten. Katharina Dröger hat es eben ausgeführt. Die Entscheidung in Lützerath, den Braunkohleausstieg 2038 vorzuziehen auf das Jahr 2030, spart objektiv CO2-Emissionen. Es ist eine gute Entscheidung für den Klimaschutz, dass die leergezogene Siedlung Lützerath nicht gerettet werden konnte, ist Teil dieser Entscheidung. Und ich habe die größten Sympathien für alle Menschen, die für Klimaschutz demonstrieren, die auf die Straße gehen, die Engagement zeigen, die auch dafür gesorgt haben, dass die Politik überhaupt mit der Ernsthaftigkeit, die geboten ist, über Klimaschutz demonstriert. Das ist ja das Verdienst vor allem von Fridays for Future und den damals vor allem, später haben sich die Älteren auch angeschlossen, jungen Leuten gewesen, die das Recht auf Klimaschutz eingefordert haben. Gleichwohl ist das Festhalten an Ausstiegsdaten und nicht das sich darauf verlassen, dass der Markt es schon irgendwie regelt, ein großer Sieg der Klimabewegung. Würden wir davon lassen, bräuchten wir keine Ausstiegsdaten für den Verbrennungsmotor, bräuchten wir keine Anstrengungen, auch den Kohleausstieg in anderen Regionen in Deutschland fest zu vereinbaren. Und das aus zwei Gründen. Die Marktmechanismen können sich immer ändern und können auch immer politisch verändert werden. Das heißt, Sicherheit gibt es nicht, wenn man sich darauf verlässt. Und zweitens, Investitionssicherheit für die Zukunft entsteht dadurch nicht. Was im Rheinischen Revier ja jetzt passiert, ist, dass jetzt in diesem Jahr Investitionsentscheidungen für klimaneutrale Kraftwerke getroffen werden. Die wären nicht getroffen worden, wenn man nicht den Kohleausstieg vorgezogen hätte. Was ebenfalls passiert ist, dass wir Leitungen bauen, um diese Kraftwerke dann mit Wasserstoff versorgen zu können und die Wasserstoffproduktion hochfahren. All das wäre nicht passiert, wenn man nicht gesagt hätte, 2030 ist Schluss. Insofern, und das sieht man bei den Regionen, wo diese Entscheidung noch nicht getroffen ist, hier entsteht eine klimaneutrale Energieversorgung in den nächsten 7 Jahren. Und das ist das große und gute Ergebnis für den Klimaschutz, das damals erzielt wurde. Die Solidarität und die Unterstützung der Ukraine ist das Gebot der Stunde. Und deshalb war es für uns ein sehr wichtiges Signal, dass wir jetzt gemeinsam mit den Partnern im Bündnis übereingekommen sind, 40 Marder und ein Patriot-System zu liefern. Und wir dürfen nicht nachlassen in unserem Engagement und in der Frage, und zwar jeden Tag, können wir gemeinsam mit Bündnispartnern noch mehr tun als das, was wir jetzt in der letzten Woche vereinbart haben. Und dazu gehört natürlich auch, darüber nachzudenken, welche weiteren Waffen werden gebraucht in der Ukraine und was können wir tun. Fest steht für uns, die Solidarität und die Unterstützung bezieht sich konsequent und immer auf die humanitären Hilfen, die wirtschaftlichen und auch auf die Waffenlieferungen. Und da müssen wir den Nachdruck halten, gemeinsam im Bündnis. Konkret jetzt nochmal zu Polen. Zu Polen, damit werden wir uns sicherlich jetzt sowohl in der Bundesregierung als auch in den Bundestagsfraktionen beschäftigen. Wir haben immer gesagt, gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern, das ist wichtig. Aber wir sehen ja die Notwendigkeiten, die es in der Ukraine gibt. Und deshalb hoffe ich, dass wir hier zu gemeinsamen Ergebnissen kommen.
Frau Herzog war die Nächste. Dankeschön, Herr Habeck. Sie haben jetzt nochmal die Argumente wiederholt für den Kohlekompromiss im Westen. Ein Teil Ihrer Anhängerschaft der Grünen, auch der Partei und Ihrer Unterstützer ist davon aber auch nicht überzeugt. Ruhig die Frage auch an die beiden Fraktionsvorsitzenden, wie viel ist denn dieser Riss und wie wollen Sie den wieder heilen, auch innerhalb Ihrer Partei, und fürchten Sie nicht, dass Sie einen Teil Ihrer Anhängerschaft damit verlieren? Also auf der einen Seite sind wir als grüne Bundestagsfraktion, und ich bin davon überzeugt, als grüne Partei absolut geschlossen in der Frage, dass es richtig und notwendig war, den Kohleausstieg um 8 Jahre vorzuziehen. Und wenn man sich die Entscheidung anguckt, die wir hatten als Grüne in dieser Koalition, und Lützerath hat im Endeffekt ja nicht die Vereinbarung mit RWE geregelt, sondern schon der Koalitionsvertrag zwischen den Ampelfraktionen hat zu Lützerath eine klare Aussage getroffen, dann hieß das, entweder wir ziehen den Kohleausstieg vor oder wir lassen das Ganze. Dann wäre Lützerath trotzdem abgebaggert worden, dann wären die 5 Dörfer nicht gerettet worden und wir hätten für das Klima nichts erreicht. Und das ist das Gemeinsame, was wir Grünen auch nach vorne stellen. Und auf der anderen Seite sind wir Grünen auch absolut gemeinsam bei der Frage, natürlich ist mehr Klimaschutz immer richtig. Und es ist ein bisschen unser Schicksal, dass wir hier stehen und sagen, hätte man vor 5 oder 10 Jahren auf uns gehört, ständen wir heute an einer anderen Stelle. Das ist immer das Schicksal der Grünen in Klimaschutzfragen gewesen. Aber wir tragen jetzt Verantwortung. Und das, was wir tun können, ist jetzt CO2 einzusparen. Und diese Entscheidung haben wir alleine durchgesetzt in dieser Bundesregierung. Das gehört auch dazu. Vor der Wahl hat keiner unserer Partner für einen Kohleausstieg 2030 geworben. Im Gegenteil, weder die SPD noch die FDP noch die CDU hat im Bundestagswahlkampf hier gesagt, Haken dran machen wir, sondern im Gegenteil, das haben wir durchgesetzt. Und das ist effektiv für den Klimaschutz das Notwendige gewesen. Dann Herr Denkler. Eine Frage an Habeck. Herr Wissing macht keine Anstalten, sozusagen, sich auf Ihre Forderungen einzulassen. Er fordert eher noch mal längere Umlaufzeiten. Wird es ein Klimaschutzgesetz oder ein Klimaschutz-Sofortprogramm geben, in dem Ihre Forderungen in einer Form eine Rolle spielen werden? Oder werden Sie sagen müssen, am Ende Formelkompromiss, das Klimaschutzpaket bleibt, wie es ist, und man muss mit diesem Dissens eben leben? Das Klimaschutz-Sofortprogramm ist eine Zusammenstellung all der Maßnahmen der verschiedenen Häuser, die begründet sind und sich in der Umsetzung befinden. Das heißt, einerseits wäre es gut, konsistent darzulegen, wie die Bundesregierung die Klimaschutzziele schafft und erreicht durch die verschiedenen Sektoren und die Maßnahmen, die dort ergriffen werden. Und andererseits wartet niemand darauf, dass das Klimaschutz-Sofortprogramm verabschiedet wird, denn die verschiedenen Ressorts, Umwelt, Landwirtschaft, mein Haus, auch das Verkehrsministerium in den Teilen laufen ja los und setzen die Sachen um. Das heißt, der politische Sinn des Klimaschutz-Sofortprogramms ist, die Lücke im Verkehrsbereich zu schließen. Ich finde es gut, man kann Zwischenschritte gehen, wenn die Sachen, die jetzt schon geeint sind, im Verkehrs-, im Gebäudebereich, im Landwirtschaftsbereich, auch im Industrie- oder Energiebereich, wenn die dann auch in die formalen Anhörungen gehen, das ist ja ein sehr formalisierter Prozess. Aber das, was man politisch gewinnen kann, ist der Lückenschluss. Das ist das, was wir machen müssen. Und insofern, alles konzentriert sich darauf. Der Punkt ist nicht gelöst. Und die Logik sieht vor, dass die Ressorts selber Vorschläge machen müssen und die dann bewertet werden. Natürlich helfen wir gerne. Das machen wir aber nicht in der Öffentlichkeit, jedenfalls ich nicht. Und gebe dem Kollegen Hinweise, die Fraktionen haben ja ein breites Paket, oder die grüne Fraktion hier mit der Tagung vorgelegt, was alles möglich ist. Also an Ideen, an möglichen Maßnahmen ist ja kein Mangel. Und ich glaube nicht, dass Volker Wissing der Minister sein möchte, der am Ende der Legislatur der Einzige ist, der es nicht geschafft hat, in seinem Ressortbereich die Klimaschutzlücke zu schließen. Gut, dann noch Herr Balser und danach müssen wir leider Schluss machen, weil unsere Fraktionsklausur ab. Frau Hasselmann gibt mir noch das Signal, dass noch eine weitere Frage von Ihnen drangenommen werden kann, aber dann sehr kurz. Ja, vielen Dank. Meine Frage bezieht sich auch nochmal auf die Ankündigung des polnischen Präsidenten zu den Leopardlieferungen. Man hat gerade die Fraktionshaltung schon erläutert. Herr Habeck, können Sie auch noch mal Ihre Haltung dazu erklären? Die deutsche Haltung ist bekannt und Britta Hasselmann hat sie eben noch mal klargemacht. Wir treffen unsere Entscheidungen im Bündnis mit anderen Partnern und Ländern.
Ich würde differenzieren zwischen den Entscheidungen, die wir für uns, für unsere Waffen, für unsere Lieferungen treffen und den Entscheidungen, die andere Länder treffen. Ich erinnere an den Beginn der ganzen Debatte, als Estland, ich glaube, 7 Geräte aus Beständen der Volksarmee an die Ukraine liefern wollte. Und schon da habe ich gesagt, es gibt einen Unterschied, für sich selbst eine Entscheidung zu treffen oder die Entscheidung von anderen zu verhindern. Und ich glaube, das ist richtig nach wie vor. Und entsprechend sollte Deutschland sich nicht in den Weg stellen, wenn andere Länder Entscheidungen treffen, die Ukraine zu unterstützen, unabhängig davon, welche Entscheidung Deutschland trifft. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Habeck. Über 700 Wissenschaftler sprechen ja, ich zitiere das, von einem substanziellen wissenschaftlichen Zweifel an der akuten Notwendigkeit einer Räumung in Lützerath und berufen sich dabei auf Studien, die Braunkohle unter Lützerath für die Versorgungssicherheit als nicht notwendig einstufen. Einige davon wurden nach Kriegsausbruch und nach dem von Ihnen verhandelten RWE-Deal im Winter 2022 erstellt. Was sagen Sie zu diesen Studien? Übergehen Sie diese Wissenschaftler, ignorieren Sie die oder liegen die falsch? Die Studien, die wir haben zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit, sagen, wir müssen, um die Not abzuwehren, zusätzliche Braunkohlekapazitäten im Jahr 2023 am Markt haben. Im Jahr 2022 haben wir sie an den Markt gebracht. Wir haben eben mit einem gewissen Stolz und in Deutschland darf man fast sagen mit einer gewissen Zufriedenheit darauf hingewiesen, dass die Speicher voll sind. Das hat verschiedene Gründe, gesetzliche, finanzielle, aber auch, dass wir durch andere Maßnahmen Gas aus der Verstromung rausgedrängt haben. Das finden alle toll, aber wir drängen das Gas aus der Verstromung raus, neben Erneuerbaren und auch dem Weiterlaufen der Atomkraftwerke, durch Kohlekraftwerke. Das ist die bittere Pille. Und immer wenn ich jetzt höre, die Zeit für Kompromisse ist vorbei, weise ich darauf hin, der Krieg ist noch da und die Energienot ist nicht abgewandt. Wir sind also gezwungen, das ist wirklich nichts, worauf man stolz sein kann, mehr CO2 zu emittieren, um eine Gasmangellage zu vermeiden. Und umgekehrt, je schneller wir die Gasinfrastruktur aufbauen und Kapazitäten schaffen, umso schneller können wir die Kohlekraftwerke wieder rausnehmen. Auch daran gibt es ja Kritik, dass wir zu viel machen, um Gas nach Deutschland zu bringen. Aber wenn wir das nicht tun, und das wäre nun wirklich der klimapolitische Albtraum, da müssten wir die Kohlekraftwerke möglicherweise noch länger laufen lassen. Also das Gas verdrängt die Kohle, bis die Erneuerbaren das Gas verdrängen. Und es ist doch gut und konsequent und folgerichtig, wenn man zur Bekämpfung der Not, wenn man gezwungen ist zur Bekämpfung der Not im Jahr 2022, 2023 mehr CO2 durch Braunkohleverstromung zu verstromen, ab dem Jahr 2030 das Ganze auf Null zu setzen. Wir holen doch mehr CO2-Emissionen raus aus dem System, als wir jetzt reingeben. Und die Studien reflektieren das meiner Ansicht nach nicht in der politischen Dringlichkeit, die im Moment in Deutschland herrscht. Und insofern ist die Entscheidung, jetzt leider, noch einmal unterstrichen, leider mehr Braunkohle zu verstromen, energiesicherheitspolitisch notwendig. Und genauso ist es notwendig, klimapolitisch, was ja auch am Ende eine Sicherheits- und Freiheitsfrage ist, so schnell wie möglich so wenig Kohle, wie es geht, zu verstromen. Und die Sicherheit dafür, die schafft die Entscheidung, 2030 im Rheinischen Revier die Braunkohleverstromung zu beenden. Gut, dann danke ich Ihnen allen für Ihr Kommen und wir sehen uns ja wahrscheinlich nächste Woche schon zum Fraktionsstatement und ich wünsche noch allen einen schönen Tag. Vielen Dank. Tschüss. Die letzte Frage hat ihn dann offenbar nochmal angepiekst. Das war jedenfalls mein Eindruck, den Vizekanzler Robert Habeck. Das war die Pressekonferenz zur Jahresauftaktklausur des Grünen Vorstandes mit eben Robert Habeck, mit Katharina Dröge und Birte Hasselmann, die Co-Fraktionsvorsitzenden der Partei, die beide aus Nordrhein-Westfalen kommen, wie Sie gerade nochmal gesagt haben. Und deshalb war natürlich das Thema Lützerath auf dieser Pressekonferenz auch das dann doch alles überlagernde Thema, auch wenn sich die Partei das vielleicht anders gewünscht hätte. Einige Fragen von den anwesenden Journalistinnen und Journalisten dazu. Robert Habeck, ich habe es gerade gesagt, hat sich offenbar am Ende dann nochmal dazu bewegt gefühlt, nochmal sehr ausführlich zu erläutern, warum das, was in Lützerath gerade passiert, aus seiner Sicht richtig ist, warum eben erst einmal zusätzliche